Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Witcher 3, meine Freunde. Blood and Wine DLC hier. Ja, letzte Folge haben wir irgendwo aufgehört, glaube ich. Ich weiß nicht mehr, wir haben ein paar Nebenquests, glaube ich, erledigt. Was ist etwas länger her. Und jetzt heißt es, finde Francois. Wir sind fast da. Wir sind auf dem Weg. Fast bei ihm. Guck mal, da liegt der, der Alte. Schauen wir noch ein paar Elfenschmiedewerkzeuge, ne? Ich glaube, der schläft. Ich durchlude den mal gerade so ein bisschen auf die Stirne. Und dann, pass auf, warte mal auf. Hier, komm. Schaut euch mal an. Seht ihr? So sieht einer aus, der schläft. Du hast mich fast zu Tode erschreckt, Fremder. Wie nennt man dich? Und was führst du im Wappen? Ravix von Vierhorn. Im Wappen trage ich eine Jungfer, die auf einem schreitenden Bären reitet. So, nachdem wir uns nun von Ritter zu Ritter vorgestellt haben, François Le Joff nehme ich an. Deine Verlobte schickt mich. Du bist schon eine Weile unterwegs und sie macht sich Sorgen. Ich, für wahr, der Grottore ist die grässlichste der Bestien. Ich muss mich auf den Kampf vorbereiten. Indem du vor der Höhle schläfst? 2 Wochen lang? Ich war vielleicht etwas zu ausführlich, aber nun wird nicht mehr gezaudert. Ich gab mein Wort. Die Bestie ist so gut wie tot. Du brauchst nicht zufällig Hilfe, nein? Ich weiß nicht. Schließlich schwor ich einen heiligen Eid, das Haupt der Bestie... deiner Liebsten zu Füßen zu legen. Die Klausel selbst getötet taucht darin nicht wörtlich auf. Da hast du eigentlich recht. So lass uns Seite an Seite gegen den Unhold ziehen. Für die Ehre! Francois. Na, dann wollen wir noch mal loslegen, ne, mit dem guten Francois hier. Schauen wir, wohin müssen. Oh, hinterher rennen. Auf geht's. Die Krodde. Ich bin gespannt, gegen was für ein Monster wir hier antreten werden. Ein Eingang. Oh, Francois, du bist aber geschwind hier unterwegs, mein Freund. Doch ich will ihm das Haupt abschlagen. Wir müssen ihn erstmal töten. Wen überhaupt denn bitte? Seltsam. Keine Spur vom Grottore. Vielleicht sollten wir umkehren? Wenn kein Monster da ist, ist keins da. Höchst bedauerlich. Aber was will man machen? Nicht so schnell. Sehen wir uns erstmal um. Einen guten. Was ist das? Oh, guck mal. Beeindruckend. Fast wie im Wintergarten. Etwas auf der anderen Seite. Ich komme da nicht durch. Da helfen weder Schwerter noch Zeichen. Was ist das denn bitte? Was haben wir denn hier? Eine Wiege voller Kinderschuhe. So eine groteske Sammlung habe ich noch nie gesehen, glaube ich. Oh. Krimskrams, Werkzeug. Das muss Grottore seinen Opfern abgenommen haben. Jetzt ist alles klar. Es muss ein Waldteufel sein. Anscheinend ist er gerade auf Jagd. Ich muss ihn anlocken. Knochen, kleiner Schild. Ja, wir lesen. Wir gucken erstmal die Fontanelle ganzen. Ist noch nicht ganz zu. Etwa einjähriges Kind, schätze ich. Es stimmt, was meine Linde davon sagt. Der Grotte ruft nicht Säuglinge. Ja, sowas tun Grottore. Aber das ist jetzt nicht so schlimm, mein Freund. Machen wir schon. Oh, guck mal, da steht eine Kiste. Und ein paar Pilze.
Ich muss erstmal die Kiste nehmen. So. Lies im Bestarium den Eintrag über Krotore. Ja, ne? Doch, machen wir das doch mal. Ich glaube, B. Wahnsinn. Über Panda. Ne. Das wissen wir schon. Taunide, was haben wir hier? Mutterschleimling, Schleimling, Silberbasilisken. Spießenname ist Rigulus Blatinium. Ja. Der auf den Erblick banal. Müssen wir ausrotten noch. Waghesten, Geist von Daphne. Das ist aber schlecht ausgeschnitten, das Bild hier, Leute. Da habt ihr einen Praktikanten reingelassen, ne? So. Todesfee hätten wir auch. Ne, Hybriden haben wir alle. Insektoiden ist es, glaube ich, auch nicht. Und zwei Anachmorph. Es ist gut, dass zwei Anträge von mir. Das ist nicht schlecht. Vielleicht die großen und die kleinen, ne? Ich lese das mal, weil dann sind wir auf der sicheren Seite. Vielleicht sind da neue Sachen drin, die wir uns dann helfen würden, die nächsten zu besitzen. Relikte. Grottore. Es war so, ich war im Wald und da ging ein Platzgering runter. Ich dachte mir, ich suche mir lieber einen Unterschlupf, als mir in meinem Alter eine Erkältung einzufangen. Also kroch ich in eine Höhle und da brüllte mich plötzlich etwas an. Ich rannte so schnell davon, dass der Wind meinen Mantel getrocknet hatte, als ich zu Hause ankam. Willis Stahl, Kräuterkundler. Niemand weiß, seit wann der Waldteufel, den man Grottore nennt, am Fuße der Gorgo lebt. Eigentlich bevorzugen Waldteufel die abgelegensten und tiefsten Wälder. In Höhlen findet man sie selten, aber Grottore schien Gefallen an seiner namensgebenden Grotte gefunden zu haben. Das Monster war unter den Rittern Beauclairs recht bekannt und wurde als potenzielle Ruhmesquelle besonderen Ranges gehandelt. Allerdings war keiner von ihnen allzu scharf darauf, die Bestie im Kampf zu stellen. Niemand außer dem jungen Ritter Francois. Ja, cool, haben wir einen richtig guten Eintrag dafür, muss ich sagen. Es ist ja der Wahnsinn. Gucken wir mal die anderen noch durch. Da haben wir nämlich alle kennengelernt. Verfluchte Wesen, was haben wir hier noch? Ah, Fehlgeborene. Super gut. Ja. Pflanze. Oh. Wir müssen die Pflanzen abfackeln. Ah, oh, das ist aber jetzt nicht so, ne? Ah, oh, komm, wir machen, ne? Speichern wir mal. Ich habe halt irgendwie so ein bisschen Panik vor diesem Krotore, muss ich ehrlich sagen. What? Alter! Das ist ja wie so ein Waldschwarm. Halt durch! Alter! Okay, das Vieh hat ein bisschen Power, ne? Damit habe ich nicht gerechnet, dass der so hart ist. Und dann ruft er diese scheiß Pflanzen, ey, wie ich das hasse. Ich hasse diese Pflanzen abgrundtiefst einfach nur. Die sind so behindert. Scheiße, diese Pflanzen. Habe ich das schon mal erwähnt? Kann ich hier kaputt machen, wenn ich mehr Pflanzen kaputt mache vielleicht? Alter! Junge! Das ist ja... Oh, ich sehe gerade, ich habe keine Tränke mehr. Das ist jetzt doof gerade, ne?
Scheiße, ich muss mal Axi nutzen. Also, wir können nicht besser besiegen, wenn wir ihn die Pflanzen alle kaputt machen. Haben wir gerade geguckt. Das funktioniert nicht. Kein so Fall. Oh, mein Lebensenergie. Scheiße. Ich kann nicht meditieren. Verdammte Scheiße, Geralt. Wolltest du doch mal Hallo sagen? Alter, wie Geralt die ganze Zeit diese Pflanze attackiert. Dumme Scheißpflanze. Naja. Ich dachte, er wollte das machen. Aber machen wir es selbst. Meiner Treu war das ein zähes Vieh. Ich bin dankbar, Hexer. Du hast mir sehr geholfen. Wozu diese Herausforderung? Eine Nummer kleiner ging es wohl nicht? Ein Murmelmensch hätte es doch auch getan. Warum? Also, die Grässlichkeit des Monsters muss schließlich der Tiefe meiner Liebe entsprechen. Du errötest, Herr Ritter. Es ist meine Verlobte. Sie hat es so eilig mit der Hochzeit. Wir kennen uns doch erst 2 Jahre. Also schwor ich, den Grottore zu töten. Das sollte mir Zeit verschaffen. So eine Bestie, das kann Monate dauern. Mhm. Vor allem bei dem Tempo, das du vorgelegt hast. Wird Zeit, dass du nach Beauclair zurückkehrst, tapferer Ritter. Nein, nein. Das Haupt dieser Bestie ist so winzig und unzureichend, als Ausdruck der Liebe, die ich für meine Verlobte fühle. Die Welt wartet. Zu ihren Ehren werde ich eine noch viel schrecklichere Bestie erlegen. Ein Rat. Nimm den verdammten Kopf und hör auf mit dem Mist. Du verstehst nicht. Wenn ich zurückkehre, habe ich keine Entschuldigung mehr. Sie wird mich vor den nächstbesten Schrei zerren. Halt die Klappe und hör zu. Wappen, Schrottrüstungen und schwärmerische Verlobte, das hat alles nichts mit Monsterjagd zu tun. Die ist verdammt harte Arbeit, gefährlich und undankbar obendrein. Dafür bist du nicht geschaffen. Du willst deine Tapferkeit beweisen? Geh zu deiner Verlobten und sei ehrlich. Sag ihr, dass du noch nicht bereit für eine Hochzeit bist. Du nimmst kein Blatt vor dem Mund, Meister. In Toussaint wird schon für kleinere Schmähungen Satisfaktion verlangt. Doch kann ich nicht leugnen, dass in deinen Worten Wahrheit liegt. Ich habe nur um ein Haar überlebt und es ist Zeit. Ich sollte nach Hause zurückkehren. Meine Fresse, ne, Junge. So, mal jetzt auch noch weg. Dann haben wir 4 brennende Blumen. Wuhu! Liegt hier noch ein bisschen Krotto rum. Guck mal, hier, ein bisschen Krotto. Fan-Aid. Was ist denn Fan-Aid? Ich vermute, es ist eine Waffe. Die Fan-Aid. Ist das die da oben?
Fan-Aid. Was? Bitte? Stufe 50. Ja, sind wir ja bald, ne? Sind wir bald. Aber sorry, gegen Arendite kommst du einfach nicht an. Arendite ist einfach viel zu geil. Ich bleibe mal mit einem guten Arendite. So, das erste, was wir jetzt machen, ne, Leute. Das erste, was wir jetzt machen, ist eine Runde pennen. Meditieren nennt man sowas heutzutage auch. Meditieren. Dann haben wir nämlich einen neuen Quest. Ah, verdammt, hab ich verdrückt. Scheiße, ich will. Ja, das ist. Kehre zu Frankreichs Geliebter zurück. Hä? Okay, gut, dann kehren wir zurück. Oh, und dann können wir das machen. Ah, ja, 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 wilder Wolf. Ach, die müssen wir auch noch machen. Ey, Alter, finde. Da ist noch ein bisschen was zu tun, ne? Wollen wir mal zurück. Warte, bevor wir zurückkehren. Hier ist noch eine kleine Höhle gewesen. Ist denn noch irgendwas für uns? Eine weitere Leiche. Ah, ein Färbemittel für blaue Rüstung. Das Rezept. Das lag also beim Krodo rum. Der Krodo, ey, der Schlinge. Der mag's blau, ne? Und jung. Und willig. Was? Auf geht's zum Palästchen. Ach du Scheiße, wir müssen ein bisschen den Berg da hoch, ne? Okay, kannst du mir die Pfeil kannst du wegstecken, Geralt. Wir müssen. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. So, wir sind auf einem guten Weg. So. Ach, sind wir oppe. Wahnsinn, ne? Wo sind wir denn hier? So eine Kacke. Ja, stimmt. So eine Kacke. Guck mal, da irgendwo ist doch dieser sogenannte. Drei Wämser habe ich und in keinem davon kann ich mich zeigen. Ah! Ah! Angehört wie Pete von Pete's Meat. So sind die Zeiten, mein Bester. So. Wir reisen da jetzt rüber. Geht einfach schneller, als diesen Weg zu suchen. Die Zunge abschlagen, dann kann es dich nicht mehr vergiften. Oh, das ist aber interessant, ne? Quint, ein Wunderleitfaden, finde ich auch sehr gut. Vielleicht, mal gucken, wo ich das finde. Ob wir das noch finden. Immer so. Fragen über Fragen. Bist du verrückt geworden? Sei mal locker, ne? Das ist ein Bug. Du bist es, ne? Kann mich nur tief erinnern. Frohe Kunde, Mademoiselle. Oh, in der Tat. François ist zurück. In einer Woche heiraten wir. Morgen findet die Ehelehre im Tempel statt. Übermorgen ist Anprobe des Hochzeitskleids. Dann besichtigen wir den Ort der Hochzeitsfeier. Ich war noch nie so glücklich. Na dann. Meine Gratulation. Ich wünsche euch beiden alles Gute. Und auch dir alles Gute auf deinen Wegen. Hier, dein Lohnmeister. Und leb wohl. Das ist sein Ding, das muss er sagen. Wenn ich Eier dazu hat, ich mach's nicht. Aber als ich zu ihm kam, der Salon war nicht abgeschlossen. Sieht ihm nicht ähnlich. Und so, meine Freunde, Nebenquest, ne? Einvernehmlich in Beauclair. Nicht ähnlich, mit dieser Frisur rumzulaufen. Schauen wir doch mal, was wir hier in. Was bitte?
Ach, das ist... Ah, okay, alles klar. Das ist die Quest mit dem Silberling. Ich dachte gerade die ganze Zeit, von wann kommt denn die Quest? Was soll ich nur machen? Welche war das denn? Die kommt jetzt. Der gute alte Silberling, du. Alter, dieser Dialekt, ne? Langsam wird's schlimm. Ich weiß nicht, was heute los ist, aber... Dialektisieren. Zu viel. Ich tue. Mehr über das zweite Opfer. Sicht. Erfahrung. Opfer 1? Aber wo ist denn Opfer 2? Das. Irgendwas ist die Musik auch alles weg, das ist mir gerade so aufgefallen. Guck, ich sehe nur ein Opfer. Das ist doch Opfer 1. So. Wo ist denn bitte Opfer 2? Nicht weitergehen, lebende Gefahr. Bla. Lebende Gefahr, ja, steht auch vor euch hier. Ich bin die lebende Gefahr. Wir müssen das zweite Opfer mal finden, Leute. Wo ist denn das? Wisst ihr es? Schreibt es in die Kommentare. Ha! So. Hey, warum sehe ich denn das nicht? Ich mal annähernd eine Spur hier. Muss ich ein bisschen den Kram reduzieren, die Sachen, die da aufblinken. Quelltext lesen. Quelltext. Questtext. Quelltext. Hier ist kein zweites Opfer. Das kann doch nicht sein. Zählt es auch nicht? Vielleicht hier hinter? Nee. Ist die Quest vielleicht buggy? Das ist zusammengestürzt. Da steht noch ein Fass. Das nehmen wir noch mit. Ah, bitte, hallo? Was vergesse ich denn? Ja, wissen wir ja. Aber... Hier ist nochmal die Quest. Also, irgendwas stimmt doch nicht, ne? So. So verlernt Geralt auf seinem Beruf nicht das Monster töten. Aushang der Händlergilde, ein Monster vor dem Treffen, beschloss sich zum Treffpunkt zu begeben, sich der einzelnen Sache anzuhören. Am Ziel ein geplündertes Lager vor. Es sah aus, als wäre es gerade erst zerstört worden. Außerdem fand er die Leiche von zwei Kaufleuten. Ich sehe eine. Ihre Wunden deuteten auf ein Monster von Größe hin. Der Hexer sah sich in der Umgebung und traf bald auf Graf Boris de Savarez. Und demzufolge soll sich bei dem fraglichen Monster mit Silberlisten handelte. Das letzte lebende Exemplar und obendrein wildes Haustür des Grafen. Der Adel kniete dem beknieten Hexer, den Basisten nicht zu töten. Die Angelegenheiten wurden noch komplizierter, als sich erwies, dass auch die Haudegen von Zifrin hinter dem Basilisten her waren. Ja, aber... Willst du mich verarschen? Hier ist kein anderes zweites Opfer. Jetzt mal ernsthaft. Da ist doch nur eins. Wo ist denn hier bitte noch ein zweites? Hier im Ei, hier eine Blutspur, ne? So. Ich sehe hier nirgendwo ein zweites Opfer. Das kann doch nicht sein. Hier ist nichts. Da liegt auch nichts drunter. Hier ist kein zweites Opfer. Bring mehr über das zweite Opfer in Erfahrung. Welches zweite? Streh durch.
Bin ich gerade deppert und sehe das nicht, oder? Bin ich zu blöd für die Quest? Hätte ja vielleicht irgendwo in den Bäumen. Liegt die irgendwo auf dem Dach, oder? Ich meine es jetzt gerade ernst. Wo ist der? Wo ist denn das zweite Opfer, bitte? Das macht so keinen Sinn, die Quest gerade. Nee. Also es gibt nur ein Opfer, eindeutig. Ich weiß nicht wo. Wie noch ein zweites Opfer sein soll. So, komm, Hahnpaar noch mitnehmen. Ich bin echt ein bisschen perplex gerade. So. Hallo? Ich glaube, wir machen hier einen kurzen Cut. Ich muss jetzt mal rausfinden, wo dieses zweite Opfer ist. Das macht ja so gar keinen Sinn gerade. Ah! Ja, wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich.